Das Wetter in der kommenden Woche wird leider alles andere als frühlingshaft. Am heutigen Dienstag soll in den Mittelgebirgslagen sogar Schnee fallen. Im Süden Deutschlands soll es Gewitter geben. Am Mittwoch darf man im Südwesten Deutschlands mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad rechnen, so der Deutsche Wetterdienst, DWD. Der DWD berichtet von Bodenfrost in Alpennähe und Mittelgebirge. Der Süden Deutschlands darf sich jedoch am Donnerstag auf Temperaturen von bis zu 19 Grad freuen. Auch am kommenden Freitag wird das Wetter durchwachsen bleiben und man darf mit Regenschauern und Wolken rechnen, so der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Erfreulichere Nachrichten soll es am Samstag am Oberrhein geben, denn hier könnte es zu Temperaturen von über 20 Grad kommen, so Jung. Die Mitte Deutschlands soll sich weiterhin auf Regen einstellen müssen. Auch der Mai soll laut Wetterexperte nicht gerade besser werden. Die Mai-Prognose ist damit komplett abgestürzt. 1 bis 2 Grad sollte der Mai im Vergleich zum letzten Jahr wärmer werden, das ist jetzt alles nach unten korrigiert.